weiter. Vielen Dank für die ganzen Fragen. Das habe ich schon angesprochen, ja, das möchte ich aber jetzt noch mal so ein bisschen bildlich hinterlegen. Also es geht ja wirklich irgendwie um Zusammenarbeit. Laufen wir alle in die richtige Richtung oder nicht? Und wie gesagt, früher wurde das Stärkste über die Hierarchie gewährleistet, aber wenn alles so schnell geht, und das ist eben digital, digital ist im Grunde Erhöhung der Geschwindigkeit, dann funktioniert das alleine nicht mehr. Und deswegen gibt es so dieses zweite Element, ja, eine zweite Organisationsform, nämlich dezentral. Ich glaube, im Lichte der vorhergehenden Folie wird das jetzt auch vielleicht so ein bisschen klarer. Das heißt, dezentral werden jedes Quartal quasi um Ziele herum neue Teams geschaffen. Ja, man hat also wie so ein stabiles Rückgrat, das ist die Organisationsstruktur. Ja, die gibt es natürlich weiterhin, die ist weiterhin wichtig, gar keine Frage. Aber dazu legen wir eine Organisation um Ziele herum, die jedes Quartal oder was auch immer der Rhythmus ist, iteriert, sich verändert. Ja, das heißt, weil ich das auch gerade lese, Jörg, von dir, geht es eigentlich um Effektivität oder Effizienz. Und Helene, du sagst das auch schon sehr treffend, es geht eben um beides, ja, in einer guten Organisation. Ja, die Effizienz in diesem Bild jetzt hier wird tendenziell gewährleistet durch die Organisation, ja, linkes Bild, während die Effektivität, also kommen wir denn eigentlich, verändern wir uns, kommen wir an ein Ziel an, stark gewährleistet wird eben durch die Organisation um Ziele oder in dem System um OKRs herum. Das wiederum, letzter Gedanke, geht natürlich nur dann, wenn ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zutraue, dass sie OKRs auch wirklich besitzen. Ja, deswegen dieser Ausdruck, OKR-Owner zu sein. Geht sicherlich auch auf Deutsch. Ne? Also bisschen Denglisch hier für den Felix. Gut, das war jetzt also mal so das Thema Strategie und Organisation.